Die Corona-Pandemie, da ging man ja ursprünglich davon aus, dass sie durch Pangoline oder Fledermäuse entstanden ist, also durch engen Kontakt zwischen diesen Tieren und Menschen, was dazu geführt hat, dass die Krankheit, die eigentlich eine tierische Krankheit ist, auf den Menschen überspringen konnte. Da gibt es auch noch andere Beispiele, zum Beispiel SARS oder H1N1 oder die Schweinegrippe, wo man ebenfalls davon ausgeht, dass die Tiere die Krankheit auf den Menschen übertragen haben. Und solche Situationen entstehen immer dann, wenn es sehr engen Kontakt zwischen Tieren und Menschen gibt. Und wenn ich mir vorstelle, wie wir einfach immer stärker Naturräume besiedeln, unsere Landwirtschaft sich immer mehr ausweitet, der Regenwald immer stärker abgeholzt und zerstört wird, ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass Tiere in menschliche Lebensräume vordringen müssen, weil sie keinen Lebensraum mehr haben. Das heißt zum Beispiel, Eisbären kommen in Städte oder Wildschweine. Und dadurch entsteht einfach engerer Kontakt, der vorher nicht da war. Und ausgehend von diesen immer größeren Kontaktmöglichkeiten denken viele Forscher, dass, also Forscher, die sich vor allem mit Biodiversität oder mit Naturzerstörung befassen, dass solche Zoonosen, also solche Krankheiten vom Tier auf den Menschen, immer wahrscheinlicher werden könnten. Wenn wir uns wünschen, dass die Folgen vom Klimawandel, zu denen die Pandemie auch mittlerweile gezählt wird, einfach weniger werden oder für uns managebar bleiben, also nicht nur die Pandemie, sondern zum Beispiel auch Überschwemmungen oder die Dürre, die wir seit ein paar Jahren haben, dann müssen wir versuchen, letztendlich Naturräume zu bewahren, zum Beispiel den Regenwald, der extrem wichtig ist, um unser Klima zu bewahren und das 1,5-Grad-Ziel weltweit zu erreichen. Und die Corona-Pandemie bietet eigentlich da eine Chance. Also auf Chinesisch bedeutet das Wort Krise immer auch Chance, weil man zum Beispiel jetzt die Möglichkeit hat, große Hilfspakete und Konjunkturpakete aufzulegen, mit denen man letztendlich unser Wirtschaften und unser Leben umstrukturieren kann. Also man könnte zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr stärker ausbauen, man könnte ökologische Firmen stärker fördern, man könnte genauso die Energiewende weiter vorantreiben, die ja in Deutschland eigentlich einen sehr guten Stand schon erreicht hat. Und dadurch letztendlich unsere Klimaziele erreichen und gleichzeitig Naturzerstörung verringern und dadurch für uns auch die Folgen mehr managebar halten. Es gibt jetzt neuere Forschung, die in den letzten Jahren entstanden ist, die sich auch mit dem Energieverbrauch in Städten und dem Design der Städte beschäftigt. Also das bedeutet, dass je größer der Lebensraum in der Stadt ist, den Einzelpersonen zur Verfügung haben, desto mehr Energieverbrauch ist natürlich da. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine asiatische Stadt, wo sehr viele Menschen auf engstem Raum leben, einen sehr viel geringeren Energieverbrauch hat als zum Beispiel eine amerikanische Stadt, die extrem viel Raum einnimmt. Das heißt, dass eigentlich eine enge Siedlung, zumindest anhand dieser Studien, die bessere und ressourceneffizientere Lebensweise ist. Also das heißt, es muss nicht immer so sein, dass wenn Menschen weiter auseinanderleben, dass sie dann weniger Energie verbrauchen. Manchmal reflektiert man gewohnte Lebensweisen vielleicht gar nicht mehr so und merkt eventuell auch nicht, dass sie zur Belastung werden können. Also jetzt in der Corona-Pandemie sind zum Beispiel viele aufs Fahrrad umgestiegen, einfach weil es der sicherere und einfachere Weg war in Städten. Viele Städte haben Radwege ausgebaut und die Menschen haben einfach bemerkt, dass ein Auto zum Beispiel auch eine starke Belastung sein kann, also finanziell und auch zeitlich, wenn man zum Beispiel 2 Stunden zur Arbeit pendeln muss und gleichzeitig Homeoffice machen könnte für einige Tage in der Woche, könnte man seinen Autokonsum und damit die CO2-Emissionen stark verringern, ohne dass es eigentlich eine Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Eigentlich eher im Gegenteil. Das heißt, ich denke, wir müssen eigentlich nur den Mut haben, uns eine andere Welt vorzustellen. Und dann merken wir vielleicht auch, dass zwar diese Welt Nachteile hat, sie hat aber auch viele Vorteile, genauso wie heute viele Vorteile und Nachteile da sind. Also ich glaube, den Idealzustand, den erreicht man nie.